Eigentlich, es heißt ja gar nicht mehr Seven vs. Wild. Die Serie wurde ja umbenannt in Five vs. Wild aktuell, ne? Kleines Späßchen. Max hat vorhin gesagt, wird eine krasse Folge. Sagen die immer. Aber er sagte, ja, warte ab, das Ding wird einen weghauen. Na dann! Hallo YouTube! Hallo YouTube! Wo seid ihr, Chat? Hallo YouTube! Hallo YouTube! Hallo YouTube! Wunderbar, wunderbar. Und wir sind dabei, wunderbar. Und es geht los und wir sehen hier eins der letzt verbliebenen Kreuzungen zwischen Tier und Mensch. Tag 3. Sehr schön. Woher willst du wissen, ob morgen ist? Nimm doch erstmal die Brille ab. Du weißt doch gar nicht, es ist noch dunkel, Junge. Wer hat denn die Kamera angemacht? Machst du Regie? Machst du einen Hollywood-Film aus deiner Doku? Du hast dich doch rausgelegt, die Kamera angemacht und wieder reingelegt und zu. Guten Morgen. Es ist nicht Berlin Tag und Nacht, Fritz. Es ist auch nicht Köln 468 320. Es ist auch nicht Buxtehude mit der Postleitzahl an der Seite. Du bist in der Wildnis. Tag 3. Es ist heute irgendwie ziemlich windig und kalt. Ich weiß nicht, ob das nur mir so vorkommt, weil ich halt nicht so. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt wie letzte Mal. Das Gesicht erfährt hier von Tag zu Tag den immer größer werdenden Verfall. Wir hatten es beim letzten Mal schon. Da war so eine ähnliche Szene. Ich glaube auch nach dem Aufstehen. Aber, ei, wie sehe ich aus, Alter? Und nehmt euch jetzt mit auf das erste große Geschäft. Bleibt dran. Oh, da freue ich mich. Das ist aber ein aufregender Moment. Wir wissen, dass das erste Mal von Nüssen in die Wurst quasi unter Wasser aufploppen lassen hat. Die Nusswurst. Er nimmt uns mit. Es ist one of the great moments für ihn. Er weiß, darauf beruhen alle diese sechsstelligen YouTube-Einnahmen. Das ist der Big Moment für ihn. Und wir dürfen mit aufs große Geschäft. Und da freuen wir uns, oder nicht? Ihr habt in meinem Trainingsvideo ja schon gesehen, ich habe da eigentlich starke Blätter genommen, sowas wie Haselnuss, sehr, sehr reißfest. Das Einzige, was wir hier haben an Blättern, ist Birke und die zerfetzeln sofort. Das heißt, Das heißt, ab in den See, bisschen Wasser, schön den Arsch sauber waschen. Das heißt, eigentlich könnte ich mich auch gleich hier ranlehnen. So lehne ich mich hier ran. Bruder, das kriegst du nicht bei Villaroy und Boch. Das kriegst du nicht. Echter Stein. Pizzerien wollen Steinofen machen. Echte Stein. Echte. Das gibt's nicht bei Grohe. Okay, die eine Detailaufnahme kriegt er noch. Sag mal, kann der sich die Knie bis an die Brust drücken? Der Gummial? Wie sitzt du denn da? Wie so ein Rhesusäffchen. Das gibt's doch nicht. Was tickst du sauber? Heute passiert die Verwandlung. Ich sag dir das. In einem der nächsten Videos wirst du ihn hören. Tierlaut. Heute ist er da. Okay, die eine Detailaufnahme kriegt er noch. Ey. Alter, wie hockt er denn? Ich dachte, hier piekt mir was am Sack. Dabei ist das irgend so ein Heidelbergkraut hier. Ah, nicht, dass da jetzt gleich irgendwelche Mücken kommen. Oh, hier ist alles voll, Alter. Das piekt mir hier voll in den Beutel rein. Das piekt nicht, das sind deine Ausscheidungen. Weil du nur noch Stöcke frisst. Und das seit Wochen. Weil du nur noch Stöcke, Nüsse und so einen Dreck frisst. Das reißt dir die ganzen Schlitze auf. Das piekst nicht, das kommt aus dir raus, der Müll. Aber ich meine, wie tief hockt er denn, dass ihm Sträucher in die Hoden pieken? Wow. Da muss er ja schon sehr, sehr tief hocken für. Oder der Beutel hängt weit unten. Ich glaube aber, dafür ist er zu jung. Ich glaube, wenn man so alte Männerhoden, die hängen tief, glaube ich. Und dann ploppt das ins Wasser. Und dann kann ich mit der Hand so ein bisschen mit Wasser. Geil, alles gut. Geil. Das finde ich immer nice, dass er es dokumentiert. Ich hoffe, er zeigt auch die Kackwurst. Das wäre geil. Spaß, Leute, natürlich nur Spaß. Man weiß ja nie, wenn ich da hocke, komme ich nicht mehr weg. So, das ist jetzt fünfmal Toilettenpapier. Ich probiere es einfach aus. Scheiß drauf, im wahrsten Sinne des Wortes. Warte mal ganz kurz, ist es nicht schon Tag 3? Hat er noch keiner geschissen? Ja, ne, es ist Tag 3. Und ihr wollt mir jetzt erzählen, Fritz hat jetzt seit 3 Tagen nicht geschissen? Hä? Ich scheiße jeden Tag ein bis zweimal. Wie kann er denn 3 Tage lang nicht scheißen? Digga, was ist mit Fritz' Verdauung los? Das sieht aber gar nicht gut aus. Das sieht aber gar nicht gut aus. So wenig Essen war es vielleicht nicht nötig. Man weiß nicht, vielleicht liegt es daran, ja. Aber so viel Blaubeeren, das geht doch durch. Bam. Oder falls die Wurst zu lang wird, dann kannst du einfach auch mal zwischenschneiden. Sehr gut, Fritz, sehr gut. Der Kater, der sich das angucken musste, wie Fritz in den Wald scheißt, diesen Job beneide ich aber auch nicht. Oder falls die Wurst zu lang wird, dann kannst du einfach auch mal zwischenschneiden. Profi-Tipp. Wer kennt's nicht, oder? Jetzt sagt mir nicht, ihr habt keine Schere zu Hause.
Ihr habt doch alle eine Schere zu Hause neben dem Badezimmer, oder nicht? Also neben der Toilette. Toilettenpapier, Toilettenbürste und Schere. Oh. Oh ja. Das Messer muss immer griffbereit sein. Falls jetzt ein Angriff kommt, bin ich ungeschützt. Hiermit natürlich nicht. Oder falls die Wurst zu lang wird, dann kannst du einfach auch mal zwischenschneiden. Alter! Hat er nicht gesagt. Freunde, ihr seht, es wird ernst. Ich erspare euch natürlich jetzt die Detailaufnahmen, aber werde euch gleich berichten. Ja, okay, die eine Detailaufnahme kriegt er noch. Oh, ey, ich dachte, ihr pickt mir was am Sack. Dabei ist das irgend so ein Heidelbergkraut hier. Ah. Oh, nicht, dass da jetzt gleich irgendwelche Mücken kommen. Oh, hier ist alles voll, Alter. Das pickt mir hier voll in den Beutel rein. Ah. Okay, ich prüfe nochmal, der Fallweg ist frei. Jetzt aber wirklich Kamera aus. Okay, ich habe Zeit, mir bis zum Sonnenuntergang Gedanken zu machen, welche Kleidungsstücke ich eigentlich nicht brauche und ablegen könnte. Also wenn der Fabio Fabio hat nur wenig Klamotten, er hat keinen Schlafsack, Fabio hat nur ein Feuerzeug und ein Messer. Wenn Fabio auch nur einen Gegenstand da reintut, dann raste ich hier aus. Fabio, überspring diese Aufgabe einfach. Bitte, überspring diese Aufgabe einfach. Da hatte ich nur mitbekommen, ich habe das noch nicht gesehen, aber ich hatte nur mitbekommen, dass es irgendwie hieß, wie hat Fritz einen Stift da mit reingeschmuggelt. Hat er natürlich nicht. War da von der Challenge davor? Ja, ja, natürlich. Aber ich hatte gestern bei Fritz in der Insta-Story gesehen, dass tatsächlich Leute dachten, er hätte diesen Stift mit reingeschmuggelt und wo der wohl herkommt und blabliblub. Und natürlich lag der Challenge dabei, damit man da was aufschreiben kann. Und ja, den Zettel ausfüllen kann so, also den für die Spielemacher. Was erwarten wir von Fritz? Alles. Das erwarte ich von Fritz. Alles weg. Ich bleib, wie Gott mich schuf, die Tannenzweige um die Eier. Alles weg. Nimm doch den Rotz mit, ich brauch das nicht. Das erwarte ich jetzt von Fritz Meinecke. Ich habe keine Gegenstände, die ich abgeben kann, möchte. Da das eine Challenge ist, erstmal zum Nachdenken. Das ist tatsächlich auch eine sehr ungünstig platzierte Challenge für mich, also in meiner Wahrnehmung. Vielleicht hätte die ganz am Anfang noch sein müssen, aber das Ding ist, die haben jetzt einen richtigen Durchhängertag, ne? Also entweder werden es Leute nicht checken, was das bedeutet. Also zwei Möglichkeiten. Entweder die setzen sich heute hin und machen nochmal alles mit allen Gegenständen, das sie haben und hängen die nächsten Tage durch. Oder sie hängen heute durch, weil sie nicht checken, was das bedeutet und geben wenig oder trotzdem Gegenstände ab. Ah, ich bin wirklich, I don't know, Alter. Ich weiß nicht, ich finde, das ist wirklich eine wilde Challenge. Ich hätte mir gewünscht, dass das vielleicht eine Challenge ist, die ganz zum Schluss gemacht wird. Und ich erkläre kurz, wieso. Erstmal steht diese Challenge im direkten Konflikt mit allen anderen Challenges. Das bedeutet, wenn die heute etwas abgeben, was die brauchen, um die zukünftigen Challenges zu meistern, ist das halt ein bisschen blöd. Da weiß ich aber nicht, ob das vielleicht nicht eingerechnet würde, dass man keine Sachen dazu braucht. Finde ich also von der Platzierung wirklich nicht so geil. Das ist jetzt einigermaßen mittig und ihr werdet sagen, ja, aber jetzt wissen sie ja, was sie brauchen oder nicht. Wisst ihr, warum ich glaube, dass es ganz am Ende, vielleicht einen Tag vorher, bevor sie abreisen, richtig geil wäre? Weil sich dann mehr Leute dazu entscheiden würden, ohne alles einen Tag in der Wildnis zu verbringen, weil sie sagen, Bruder, wir sind ja morgen weg und dann wird's wild. Dann wird's richtig wild. Weißt du, die Option, dass einfach auf alles verzichtet werden kann, das wäre krank. Ach komm. Kann ich, glaub ich, auch darauf verzichten. Gib doch irgendwas ab. Das war's, glaube ich, schon. Ich habe keine Gegenstände, die ich abgeben kann, möchte. Macht euch alle nackig und dann lauft ihr so nackt im Wald rum, aber habt alle viele Punkte bekommen. Ganz ehrlich, was ich abgeben würde, mein Leben. Ich würde einfach sterben, glaube ich. Das war jetzt ja alles, was ich gesehen habe, was ich kannte und so weiter. Klar, ein paar Sachen hatte ich vergessen. Deswegen bin ich gespannt, wie die anderen jetzt darauf reagieren, was die für Gedankengänge haben und so weiter. Eine Sache möchte ich noch mal ganz kurz sagen, an der Stelle jetzt schon mal, weil es auch immer wieder in den Kommentaren vorkommt, dass die Leute unterschiedliche Anteile in der Serie haben. Und das liegt einfach daran, da gehe ich später in einem anderen Video noch mal ganz detailliert drauf rein, aber ich will es ganz kurz ansprechen. Es ist klar, A, umso mehr du filmst und umso mehr du einfach machst und erlebst, umso mehr Sendezeit, nennen wir es jetzt einfach mal, hast du natürlich in so einem Video. Wenn du natürlich den ganzen Tag nur rumsitzt, vielleicht am Feuer und nichts machst und nichts filmst, dann kannst du auch nichts zeigen.
So, wenn jetzt jemand aber quasi Projekte macht und, keine Ahnung, was schnitzt, was findet, auf Erkundung geht, verschiedene Nahrungsquellen sammelt, angeln geht, sich intensiv mit der Challenge beschäftigt, viel aufnimmt, Sachen dazu erklärt, dann hat er automatisch einen höheren Sendeanteil. Eigentlich normal, so wie ich schreibe Bommel gerade. Ja, Bommel hat tatsächlich, das hat mir Johannes auch gesagt, sehr, sehr wenig gefilmt. Und wenn jemand natürlich sehr wenig filmt, dann was sollen wir dann zeigen? Dann haben wir halt wenig Material. Ja. Ich glaube, bei Chris ist es ähnlich. Ich habe mir hier Steine geholt und habe mir die, wie heißt es, auf den Bauch gelegt. Also sie lagen hier am Rand. Warte mal, Fabio wärmt sich mit Steinen? Fabios Decke sind Steine? Lendenschutz, Messer und Mokassins sollten zum Überleben reichen, oder? Entlege dich über... Wie schön, wie du da vorliest, ey. Nein, da muss ich sagen, genauso liest ja auch unsere Kinder vor. Ist okay. Ja. Aber in der Schule musste man doch auch so mit Gefühl und so. Ja, aber mich hat das immer getriggert, so wie mich ASMR triggert, wenn jemand betont vorgelesen hat. Da habe ich so richtig Gänsehaut bekommen und so richtig eine Unruhe in mir. Aber ich stelle mir gerade vor, wenn irgendwann mal mein Buch fertig sein sollte und ich jetzt zum Vorlesen... Machst du ein Hörspiel dazu? Ja. Also Hörbuch? Ja, cool. Da lese ich genauso. Bitte, lies es nicht selber. Entlege dich überflüssiger Ausrüstung. Was überflüssig ist, entscheidest du. Oh Gott, jetzt bin ich gespannt. Ich bin so gespannt, was jetzt bei Fabi passiert. Oh mein Gott. Alter. Euer fucking Ernst? Ja, Digga. Hat jemand damit gerechnet, dass Rambo fucking Fabio damit macht, Alter? Hier, Kleidungsstück ist das hier. Kleidungsstück sind Handschuhe. Kleidungsstück ist Gürtel. Ja, krass. Okay, ich werde auf jeden Fall... Fabio macht Naked Survival und hat einfach nur noch Feuerstahl und Messer in der Hand. Und ist einfach in so einem Bärenfell drin, komplett. Und er wird den Bär komplett aufschneiden, einmal alles aushöhlen. Er wird komplett in diesem Bär drin sein. Und dann wird er hier vorne, wird er sich mit seinen Fichten... Fichtenwurzeln, würde sich das so zumachen. Und dann guckt aus dem Maul vom Bär, guckt der Kopf raus. Das wird sein. Das sehe ich in Folge 7. Hier, wieder Pilze und Mast. Pilze ohne Ende. Wenn man nicht weiß, das ist ein Fliegenpilz übrigens. Wenn man nicht weiß, was für Pilze gesund sind und was für Pilze giftig sind, ist es halt super gefährlich. Boah, das wäre halt so eine große Mahlzeit, ne? Überlegt euch einfach mal. Wie anstrengend ist, 500 Gramm Blaubeeren im Wald zu pflücken? Das hat doch, irgendjemand hat doch die Zeit gestoppt. Ich weiß, wer es war. Ich glaube, Fabio war das. Der hat 50 Minuten oder fast eine Stunde hat der Beeren gesammelt und war so ein Körbchen voll. Und hat der Beeren gegessen, okay? Jetzt überlegt euch mal, er macht hier einmal pflück. Zack, hat er eine riesen Ladung Pilze innerhalb von wenigen Sekunden. Also die Pilze wären so eine gute, schnelle Nahrung, wenn man halt wüsste, sind die safe, sind die nicht safe. Ne? Zu Hause mittrinken, Wasser trinken, fürs Gefühl, stellt euch vor, ihr sauft auch gerade hier, das Murkswasser. Alle zu Hause am Wasser nippen jetzt, fürs Gefühl, 4D. Es ist auch manchmal so, ich gucke mit meiner Freundin einen Film, ne? Da verschüttet einer irgendetwas, da mache ich auch mit dem Glas bei ihr ins Gesicht. 4D habe ich schon gemacht. 4D fürs Extragefühl. Tickst du sauber? Sag ich, andere würden sich bedanken. Buchen wirklich ganze Tickets dafür. Auf Wackelsitze. Wollen vollgespritzt werden und alles. Ich mache bei meiner Frau so, ich sehe da, ist schlechtes Wetter, auf einmal kommt eine Windböe, du siehst eine Welle, ich mache bei ihr. Sie, oh, ich sag dick, sie sagt dick. Ich sag, das ist 4D. Oder in so einem Film wird einer abgestochen. Dann gehe ich bei meiner Freundin mal so. Dann sagt die, sag ich 4D, 4D. Komm. War das Kacke? Hier ist frische Losung. Ich weiß nicht, von was das ist. Aber ich höre da oben die ganze Zeit ein komisches Geräusch. Ich habe ganz leise was gehört. Okay, das erinnert mich, dieses Geräusch, an junge Bären aus Kanada. Ich will jetzt kein Paranoia schieben, aber es klingt genauso. In Kanada habe ich schon so viele Bären gesehen.
Das hört sich genauso an. Das sind einfach direkt Bären. Oh mein Gott, da sind einfach direkt Bären. Bitte geh da weg. Bitte, Fabio, geh da weg. Das sind Bären. Bitte geh da jetzt weg. Also oh mein Gott. Mal weiter wieder in die Richtung. Oh mein Gott. Alter, sind da einfach Bären. Da, ohne Scheiß, da rechnest du doch nicht. Also doch, du musst damit rechnen, dass wenn du damit machst, dass du Bären siehst. Aber wie ich gefickt wäre, wenn ich an seiner Stelle wäre und da einfach plötzlich Bären wären, das würde mich des Todes ficken. Das hört sich genauso an. Jetzt fangen die Paranoias an, ne? Noch vor einer Woche alles Spaß gemacht. Bären! Jetzt fangen die Paranoias an. Da hinten spricht ein Reh mit einem Wildschwein. Aus dem Disneyland. Die stehen da vorne, wie im Disneyland. Wie heißt das Reh? Bombi! Die steht da vorne, das Wildschwein kommt. Wie geht's euch? Wo ist denn Balu, der Bär? Der war schon lange nicht mehr hier, dem ist zu kalt. Ja, gut, aber ich habe gesehen, ein paar Wildlinge scheißen bei uns in unser Reservoir. Ja, das können wir uns nicht bieten lassen. Scheiß zurück! Nachts ins Lager, Bambi einen reingesetzt. Fängt er an rumzuspinnen. Das war doch kein Bär, ihr habt's doch gehört. Das war Bombi, das Reh. Hier ist frische Losung. Ich weiß nicht, von was das ist. Aber ich höre da oben die ganze Zeit ein komisches Geräusch. Leider kann ich. Losung, kannst du nicht mal. Ja, sorry. Aber leider kann ich die Szene jetzt nicht mehr ernst nehmen, weil dieses Meme bei Instagram aufgetaucht ist. Ich habe es, glaube ich, noch nicht gesehen. Hast du noch nicht? Nein. Okay, also die Situation war für mich ernst, weil ich muss ich auch nochmal ausholen. Und zwar, wir waren ja schon etliche Male in Kanada und sind da in meinem Whistler im Bikepark. Und da habe ich, keine Ahnung, so krass viele Bären schon gesehen, also Schwarzbären. In einem Jahr habe ich bei Bär 30 aufgehört zu zählen. Also die sind da in diesem Bikepark, das ist der weltgrößte Bikepark und das verteilt sich da über den ganzen Berg und das ist halt nicht irgendein Mini-Bikepark, sondern wirklich riesengroß. Und die Bären, die da leben, die haben sich da voll dran gewöhnt, die laufen da über die Strecken, die sieht man unterm Lift, die sieht man einfach überall, das ist total krass. Und die Geräusche, die man da manchmal hört, wenn die Junge dabei haben, habe ich da gehört. Und zumindest hat sich so ähnlich angehört. Und das war nicht weit weg. Und ich dachte, ist jetzt wieder nicht so geil. So. Und ja, das noch als Hintergrundinfo. Nee, mach ich nicht mit. Jetzt kommt wieder Chris mit seiner gechillten Ich bleib einfach liegen, Einstellung. Oder wird heute fleißig was gesammelt, Bären. Er wollte eigentlich Tag 3, wollte er Bären sammeln. Mal gucken. Ich finde es sogar hier irgendwie geiler als unter einem Tarp, weil ein Tarp ist halt so im Wind aufgeschmissen. Das flattert hin und her und sowas und ballert übelst rein. Das hier ist übelst robust. Also ich merke halt ein bisschen Wind, der von der Seite kommt, weil also die Seite ist halt nur offen, aber von hinten bin ich übelst geschützt. Ich könnte hier drin eine Kerze anzünden und man würde nichts sehen wahrscheinlich. Naja. Ich glaube, da irrt er sich, weil die ganzen Blätter wackeln hier ganz schön im Wind. Aber okay. Ich habe irgendwie keinen Bock aufzustehen. Ich habe noch nicht aufgemacht, also die neue Challenge für Tag 3. Mache ich gleich. Aber ich habe irgendwie Bock, weiter liegen zu bleiben, weil... Ich habe Bock, liegen zu bleiben. Ehrenmann. Die Blätter sind animiert. Es wird hier eine Kerze, wird man gar nicht sehen. Das wird gar nicht flackern. Und heute wollte ich eigentlich Bären sammeln, aber ich habe irgendwie Bock liegen zu bleiben. Let's go. Aber ich habe irgendwie Bock weiter liegen zu bleiben, weil ich wüsste nicht, was ich draus machen soll. Es ist halt einfach windig und kalt. Dann rennt er einfach oder steht sinnlos rum oder rennt durch die... Man muss aber auch sagen, ich glaube, es passt, weil er der Einzige ist, der die ganze Zeit sagt, ich weiß eh nicht, was ich machen soll, Digga. Ich bleib halt hier liegen, ich habe keinen Bock. Wir sehen uns morgen und tschüss. Gegend irgendwie und nö. Ich sehe irgendwie nicht ein. Ich glaube, heute war ein richtiger Betttag. Da muss ich jetzt gut überlegen, was ich jetzt mache. Weil an sich brauche ich vieles nicht. Also ich könnte, ja. Er braucht vieles nicht? Klingt ein bisschen übertrieben. Ich wollte ja heute eigentlich Blaubeeren sammeln gehen. Dafür bräuchte ich meine Schuhe. Das wäre blöd, barfuß dann zu laufen. Das mache ich nicht, weil da reiße ich mal auf. Das tue ich mir nicht an. Aber ich könnte auf meine Socken verzichten, die hatte ich eh nicht gebraucht gestern. Also Socken weg. Socken weg? Ist das nicht voll kritisch? Hat man da nicht super schnell Blasen? Nach so ein, zwei Tagen spätestens doch, oder nicht? Mütze weg. Auch wenn ich die gerade irgendwie, ich feiere die voll. Ich habe die derzeit immer die Mütze auch beim Schlafen. Oh, auf Jacke verzichten, Alter, das, boah, das ist zornig. Auf Jacke verzichten? Könnt ihr so, what the fuck? Jacke weg. Was? Also drei Kleidungsstücke. Warte mal, Topf, Hygieneset, Messer, Säge. Feuerstahl. Also. Was?
Er will einfach alles abgeben. Was? What the fuck? Was? Warte. 8 Gegenstände. 5 Gegenstände und 3 Mal Kleidung. Den ganzen Tag. Dann wird es heute auf jeden Fall eine lustige Nummer. Warte mal. Hat er es so verstanden, wie ich es gerade verstanden habe? Das wird ein arschgeiler Tag heute. Ja gut, das wird natürlich jetzt mies, weil Chris hat jetzt die Challenge falsch verstanden. Gibt gefühlt alles ab. Außer Schlüpper und T-Shirt. Und bleibt jetzt den ganzen Tag im Schlafsack liegen. Was auch ein bisschen unfair ist, ist, wenn jetzt jemand irgendwie erst so, sag ich mal, als Beispiel, um 14 Uhr aufsteht und dann erst diese Challenge aufmacht. Als jemand, der irgendwie um 6 Uhr aufsteht oder um 8 Uhr. Ich habe keine Ahnung, wie spät das ist, aber ich schätze mal, das ist vielleicht... Aber er beantwortet sich ja damit gerade selbst, Chat. Oh nein, ist das mies. Er merkt doch selber, dass da irgendwas komisch ist. Das war jetzt aber schon mehrfach. Er hat ja auch am Anfang gesagt, oh, hoffentlich verstehe ich das richtig. Jetzt hat er schon gesagt, es ergibt keinen Sinn. Jetzt merkt er, hey, das ist ja aber unfair, wenn jemand 14 Uhr abgibt, nur bis Sonnenuntergang. Ah! Eigentlich merkt das doch selbst schon, oder? Da muss es doch, ja, einer schreibt, da muss er eigentlich Klick machen. Ein Tag wäre ja witzlos und es ergibt alles gar keinen Sinn. Und eigentlich, ah, das ist ärgerlich. Weil er es eigentlich selbst versteht. Man merkt durch seine Gedanken, dass da irgendwas nicht passt. Das ist, weil nur der Döner noch im Kopf rumschwirrt. Also Socken weg, Mütze weg. Auch wenn ich die gerade irgendwie, ich feiere die voll. Ich habe die derzeit immer die Mütze auch auf beim Schlafen. Aber auf Jacke verzichten, Alter, das, oh, das ist zornig. Hat der das richtig gelesen? Jacke weg. Oh no. Oh mein Gott, no. Ach du Scheiße. Alter, das nächste Mal müssen wir gucken, dass bei Seven vs. Wild Leute mit reinnehmen, die anständig lesen und verstehen können, Digga. Erst Fritz mit seiner Fackel, jetzt hier Chris Schelterbauer, ich brauch meine Jacke nicht. Alter, was ist denn los? Müssen wir Bilder drauf malen auf die Texte oder was? Oh, auf Jacke verzichten, Alter, das, oh, das ist zornig. Mm-mm. Jacke weg. Mm-mm. Keine gute Idee. Also 3 Kleidungsstücke. Warte mal, Topf, Hygieneset, Messer, Säge, Feuerstahl. Also 8 Gegenstände. 5 Gegenstände und 3 Mal Kleidung. Den ganzen Tag. Nein, bis zum Ende. Dann wird es heute auf jeden Fall eine lustige Nummer. Ja, der verzichtet sich auch auf Schuhe, Alter. Was soll denn der Geiz? Der ist sogar ja nicht. Heute komplett Betttag. Scheiß drauf. Machen wir. Jütig. Jetzt liest das hoffentlich nochmal und liest, dass es bis zum Ende geht, oder was? Oder? Alter, ist mal übelst festgeguckt hier. Ich dachte gerade, welcher pralle Frauenarsch ist das denn, der mich da anlacht? Uiui! Leider kriegst du die Challenge nicht anders verstanden, als sie gemeint war mit der Präposi. War der Zeitpunkt gemeint bis zu dem Treeback? Dumm. Ja, gut. Damit ist das auch geklärt. Wie kann man so lustig nicht feiern? Das ist einfach wirklich geil. Also Chris hat diese Aufgabe meiner Meinung nach am allerbesten gemacht. Als zweitbester Fabio, weil der hat schon die Aufgabe vorher erledigt, bevor sie überhaupt gestellt wurde. Ja, ich hab schon 5 Gegenstände weggelegt, bevor es überhaupt anfängt. Ich liebe das, dass Fritz immer so, man merkt immer schnell seinen Wahnsinn. So, der kommt dann so durch. Das finde ich schön. Richtig appetitlich heute. Ja. Mit Fritz. Wieso? Da frage ich mich auch immer mal, wenn ich wieder gemeinige Instagram-Stories sehe, frage ich mich, wieso? Manchmal muss man Glück haben. Oh, da unten! Wie geil! Guck mal hier. Wie geil! Das wusste ich nicht. Wie geil ist das denn? Alter Hammer, davon wusste ich ohne Scheiß nichts. Oder habe ich das schon wieder vergessen? Wie geil ist das denn? Damit kann er jetzt Wasser zu seinem Schlafplatz transportieren. Das ist für ihn ja absolut der Hammer. Aus Glas auch noch. Kannst perfekt ausspülen.
Er hat ein Glas gefunden. Oh mein Gott. Er hat ein Glas gefunden. Wisst ihr, was das? Das ist viel krasser als Plastik, weil das sich nicht so krass ekelhaft in dieses Ding reinfrisst. Wenn der es schön ausspült, hat er ein gutes Gefäß. Oh mein Gott, das ist sehr viel wert. Oh mein Gott, das ist sehr viel wert. So, ich habe endlich einige Blaubeeren gesammelt. Ich habe definitiv länger so vom Zeitgefühl her gebraucht als gestern noch. Ich habe mir sehr viel Zeit gelassen, auch oft hingesetzt und dann im Sitzen. Fabio ist so ein richtiger Ehrenmann, oder? Es ist schon, also ist schon ein crazy Typ auf jeden Fall. Also jetzt fängt es an den Nerven zu zehren bei den Jungs, ne? Chat, sag ganz ehrlich, was wird euch am meisten fertig machen? Dass ihr nicht zu essen habt genug? Keine Leute um euch? Ich glaube, dass ich komme von den Theo heute nicht mehr raus. Sprich doch normal. Theo, bitte geh aus meinem Körper raus. Ich kann doch nicht rausgehen. Du hast mich doch schon übernommen. Ich kann auch schon noch normal reden. Du kannst gar nicht mehr normal reden. Wo denn? Ich kann normal reden, wenn ich möchte. Das stimmt, jetzt hast du mich gerade gefickt. Das ist wunderbar. Vom Wegen, Junge. Wunderbar. 50 Stunden Stream, mein Hirn kackt ein. Also mich würde es am meisten kaputt machen, dass ich mit keine Leute reden kann, ne? Fabio, das ist wirklich ein Survival. Er ist einfach voll auf dem Survival-Trip. Ja, ich nehme jetzt ein Stück Kohle rein, auch vor dem Feuer. Ja, Aktivkohle halt. Wenn ich auf meinem Toast ein bisschen verbrannt habe, dann kratze ich das so voll ab und er zieht sich einfach so ein Stück Kohle aus dem Feuer, was einfach komplett schwarz ist. Ja. Oh, ei. Schön knusprig, schön crunchy. Ich merke das so hier hinten am Rücken, wie kalt mir ist und es geht gerade einfach nicht weg. Oder ob irgendwas in dem Wasser drin war, ich habe keine Ahnung. Ich habe auch so gleichzeitig das Gefühl, dass ich mich irgendwie übergeben müsste. Ey, das ist nicht gut. Ohne Scheiß. Alter, sein Gehirn ist einfach langsam Matsche. Wenn Fabio sagt, mir geht's wirklich dreckig, wenn er das ausspricht, dann geht's ihm, glaube ich, richtig, richtig dreckig. So, Update, ich bin... Oh nein, schlechte Musik im Hintergrund. Oh oh. Hab geschlafen, mir geht's richtig, richtig mies. Nein. Ich bin aufgewacht, weil mir so, so krass kalt war. Und ich habe gesehen, die Holzteile, aber ich konnte nicht sagen, wo ich bin. Total krass. Also ich musste mich so zwingen, ich habe mir innerlich gesagt, doch, du weißt, wo du bist. Voll krass gerade, macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Ich weiß nicht, ob das durch die Kälte war. Also durch die Aktivkohle. Mir ist immer noch kalt, so richtig. Ich merke das Glas, wo Drogen drin geschmuggelt worden sind. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke gerade zum ersten Mal dran, ob ich anrufen muss, mich abholen muss. Mir geht's richtig, richtig mies hier. All das ist gerade einfach nur auch, dass ich in die Kamera rede, dass ich am Start bin. Und natürlich ist meine Gesundheit und so weiter wichtiger als jede Challenge hier, die ich mir setze, dass ich hier durchhalten will. Ich mache hier noch ein bisschen weiter und dann muss ich gucken. Nein. Oh nein. Digga. Woran lag es jetzt, an der Kohle? So, mir ist mittlerweile warm. Ich fühle mich aber immer noch komisch, aber diese komische Kälte ist weg. Fakt ist, wenn es nochmal ansatzweise in diese Richtung geht, werde ich sofort anrufen und mich abholen lassen. Krass. Ist auf jeden Fall vernünftig. Weil die Gesundheit sollte man nicht mit spaßen, aber hoiuiui. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke gerade zum ersten Mal dran, ob ich anrufen muss. Nein, oh nein, nicht Fabio, also nein, ruf doch, ja, man will ja auch, dass es ihm gut geht, es geht ihm ja auch gut, aber... Ich fühle mich so wie... wenn man merkt, dass man krank ist, aber ich kann es nicht so richtig in Worte fassen, also dieses... Also Freunde, Hypothermie, Unterkühlung, ist ultra gefährlich, also ultra, ultra gefährlich. Und gerade, weil dein Körper ja gar keine Energie hat, um die Körpertemperatur aufrechtzuerhalten, durch Proteine, Zucker und so weiter, weil er ja kaum was zu sich nimmt, dazu, was weiß ich, was der gegessen hat, der Schlafmangel, der kranke Infekt. Fabio, das wird jetzt hier scheiße. Mist. Und dann dürft ihr nicht vergessen, gefährlich wird das auch durch die Nummer, da sind ja keine Überwachungskameras.
Der wird ja nicht überwacht oder der Puls an Max und Johannes gesendet. Das ist hier eine Nummer. Das kann auch schief gehen. Geil. Alter, Martin hat da Himbeeren. Mhm. Boah, was hätte ich gegeben für Himbeeren? Kleines Update nach der ersten halben Stunde. Ich habe ordentlich was zerlegt und durchgeguckt, wie ihr seht. Junge, Alter. Und er will wirklich sehr dringend Würmer. Bisschen was ist auch bei rumgekommen. So, und jetzt ist soweit. Jetzt macht das. Und das finde ich, das ist Freiheit. Sich selber mal zum Köder schnüren. Sich selber mal schnüren. Am Baum binden. Für den Bären. Ne? Und ihn dann erlegen wollen. Das finde ich gut. Da geht einer aus sich raus. Er macht sich selbst zum Köder. Das Bein. Und das finde ich gut. Und darum Fritz Meinecke für mich immer noch einer der Top. Der hat die Zunder. Ich würde gerade ultra interessieren, wie es Bommel geht, wie es Niklas geht. Fritz, ja, der ist der einsame Wolf. Der zieht das Ding mit einer Arschbacke durch. Und weißt du, was das nächste Mal geiler wäre? Seven vs. Wild, Teams. 14 Tage, 2 Leute, härtere Challenges. Das würde ich aber anders fühlen, Bruder. Du kannst es immer noch Seven vs. Wild nennen, weil natürlich 7 Teams. Und dann geht's richtig rund. Für mich ist gerade emotional ein sehr, sehr tiefer Punkt erreicht. Ich bin gerade zurück ins Camp gekommen. Oha, krass. Sehr emotional auf jeden Fall. Und hab Maya gesucht. Keine Ahnung, woher das kommt. Man ist manchmal so in der Gewohnheit drin. Und ja, wollte ihr quasi meine volle Schale Blaubeeren zeigen. Und da wird ihr bewusst, die ist nicht da. Und oh, das schüttelt an Tag 3, ey. Aber kann ich sehr, sehr gut verstehen. Ich glaube, Martin hat sich doch sehr gefreut, seinen Hund wiederzusehen und in den Arm zu nehmen. Es ist emotional doch etwas schwieriger, als ich. Also ich wusste, dass es hart wird. Dass es so hart wird. Ja gut. Hätte ich wissen müssen. Krass, 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 ja. Kann ich gut nachvollziehen. Also ich würde auch vieles vermissen. Und Martin ist halt einfach ein emotionaler Mensch. Finde ich auch. Schön, dass er das mit uns teilt. Starke Folge, richtig starke Folge, Alter. Ich musste mal die ganze Zeit an Chris denken, wie er einfach den ganzen Tag im Bett liegt und einfach die Klamotten in den Seesack getan hat und dann einfach sagt, mal gucken, wann die Sonne untergeht, und dann macht er seinen Sack wieder auf und tut so, als wäre nichts gewesen. Das ist so geil. Ich hoffe, Fabio hält noch durch. Ich hoffe, Fabio geht's dann wieder besser die nächsten Tage. Eieiei. Kuss geht raus.